Hallo liebe 1000 PS-Freunde, ich bin gerade zurück aus Biarritz in Südfrankreich. Honda Motorrad Österreich hatte nämlich eingeladen zum Wheels and Waves Festival. Und mit dabei hatten sie die Rebel 1100 und die Rebel 500 und wie die sich im Vergleich fahren lassen, das erzähle ich euch in dem Video. Das Wheels and Waves Festival ist ja wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff. Ich wollte jedenfalls schon immer mal hin und war total froh, dass ich jetzt mal die Gelegenheit hatte. Das ist ein Festival direkt an der Atlantikküste und es verbindet so Motorrad, die Motorradkultur mit der Surfkultur und auch der Skatekultur. Und ich finde, das ist eine total spannende Kombination, weil ich glaube, dass die Leute, die diese Interessen haben, also entweder Motorrad fahren oder surfen, skaten etc., dass die schon so dieses so einen gleichen Gedanken haben, so diese Freiheit suchen oder diesen Flow. Und es passt, finde ich, super gut zusammen. Also das merkt man an den Leuten, die dort sind, die super miteinander auskommen. Und man sieht es natürlich auch an den Umbauten dort. Also das Festival ist voll mit wirklich ganz kunstvoll gestalteten Motorradumbauten. Und das sieht man auch oft, Motorräder mit einem Surfboard seitlich verbaut oder einem Skateboard drauf. Aber man sieht natürlich auch Surfboards mit Motorraddesigns etc. Und ja, auch Honda war da mit 9 oder 10, ich glaube es waren sogar 10, ganz kunstvoll und wunderschöne Rebel-Umbauten. Und da war wirklich alles Mögliche dabei von europäischen Customizern. Und die mir am meisten ins Auge gestochen ist, war wohl die Wheels and Waves Rebel. Die waren so im Himmelblau und so mit so Wellendesign. Und dann hinten drauf war noch so ein kleines Skateboard auf dem Heck. Also die hat mir richtig gut gefallen und passt natürlich perfekt zum Thema. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, es gibt einen Hauptbereich des Festivals. Und da gibt es lauter Stände, also eher Zelte mit Motorradumbauten. Und es gibt Bekleidungsstände, natürlich auch Essensstände, Bühnen mit Live-Musik. Oder ein Motodrom, eine Halfpipe und so weiter. Also da ist wirklich viel geboten schon mal. Und dann gibt es auch noch die El Royo Flattrack Races. Da ist richtig viel Spaß geboten. Also da staubt es ordentlich. Da wird im Oval auf Dreck ohne Vorderradbremse um die Wette gefahren. Und da fährt alles Mögliche mit, von einer fetten Harley bis zu einem kleinen Elektrobike. Also auch das ist richtig spaßig, da zuzuschauen. Und es gibt auch noch einen Art Ride, da wo wirklich schon Kunstwerke, also Motorräder, Motorradumbauten, die wirklich Kunstwerke sind, ausgestellt sind, aber auch Surfboards und Skateboards. Also wirklich beim Wheels and Waves Festival ist sehr, sehr viel geboten. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, ich kann es persönlich sehr empfehlen, dass ihr da mal Urlaub macht zum Beispiel, lässt sich ja super verbinden. Südfrankreich ist eh wunderschön, auch zum Motorradfahren und direkt an der Küste, also das lohnt sich. Aber von den Umbauten zu Standardmotorrädern, also dabei waren die Rebel 500 und die Rebel 1100 und wenn man die beiden betrachtet, dann sehen die sich wirklich sehr ähnlich. Also wenn mir eine Rebel 500 oder 1100 entgegenkommt, dann kann ich auf den ersten Blick nicht immer gleich erkennen, welche das jetzt ist. Also das ist schon mal sehr ähnlich und auch die Dimensionen sind sehr ähnlich. Und wenn man sich draufsetzt, also ich habe begonnen mit der 500er und da habe ich mich sofort erinnert, warum dieses Motorrad so beliebt ist. Also 690 mm Sitzhöhe und es ist so leicht handzuhaben, es ist der Wahnsinn. Also wirklich auch in den verzwicktesten Situationen, eng umdrehen, es fühlt sich total leicht an und es ist, wiegt nur 191 Kilo vollgetankt und es ist einfach auch super schmal und hat 11,2 Liter Tank und der Tank ist auch sehr schmal, der Lenker ist recht schmal und was erstmal gewöhnungsbedürftig wieder ist, wenn man Cruiser öfter fährt, ist, dass der Kniewinkel recht spitz ist, also die Füße sind seitlich neben dem Motor und recht weit oben, was natürlich Schräglagenfreiheit bietet, das ist auch ganz gut, aber die Füße sind nicht ausgestreckt nach vorne, die Arme sind natürlich ausgestreckt vorne zum Lenker. Und das gibt eine schön fahraktive Haltung. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für große Fahrer auf Dauer anstrengend sein könnte, wenn der Kniewinkel eben so spitz ist. Und die Körperposition ist bei der 1100er eigentlich recht ähnlich. Also die hat natürlich mehr Gewicht schon mal, also 223 Kilo ist es bei der normalen Version. Und bei der Version, die wir hatten mit DCT, waren es 233 Kilogramm.
Und die hat auch mehr Tankinhalt, also 13,6 Liter haben wir hier. Und man merkt einfach, wenn man drauf sitzt, dass da einfach mehr Motor, mehr Tank, mehr Motorrad unter einem ist. Aber von der Sitzposition ist es recht ähnlich. Also wir haben ein bisschen breiteren Lenker, das auf jeden Fall. Aber auch hier ist der Kniewinkel recht spitz. Und auch hier glaube ich, dass es für einen großen Fahrer durchaus anstrengender sein könnte. Für mich hat es eigentlich super gepasst, aber ich bin erst neulich wieder einen Cruiser gefahren, wo die Beine nach vorne gestreckt sind, was natürlich sehr, sehr komfortabel ist. Aber hier ist natürlich der Kniewinkel spitzer und es ist fahraktiver, was ich aber auch sehr gerne mag, weil es einfach sportlicher irgendwie sich anfühlt. Und wir haben natürlich dadurch mehr Schräglagenfreiheit, was ich persönlich sehr begrüße, dass es halt nicht in jeder engen Kurve sofort kratzt. Also man kann das Kratzen auch schön umgehen. Also trotz ähnlicher Schräglagenreserven fühlt sich die 500er meiner Meinung nach aber noch dynamischer an. Also die lenkt noch flinker ein. Die hat ein 16 Zoll Vorderrad im Gegensatz zum 18 Zoll Vorderrad. Und da reicht wirklich ein kleiner Impuls am Lenker und die nimmt Linienkorrekturen super schnell vor. Also es ist einfach noch handlicher, gerade in engen Kurven, und fühlt sich nie störrisch an. Und die 1100er dagegen, die ist dafür in langen, langgezogenen, schnellen Kurven deutlich stabiler. Also da hält die den Kurs wirklich wie auf Schienen. Aber ist natürlich jetzt in engen, sehr steilen Kurven halt nicht ganz so dynamisch, nicht ganz so flink wie die 500er. Auf der Geraden dann dreht wirklich die 1100er Rebel den Spieß um. Der 1084 Kubik rein Zweizylindermotor, den kennen wir aus der Africa Twin, der liefert eine Spitzenleistung von 87 PS bei 7000 Umdrehungen und maximales Drehmoment von 98 Newtonmeter bei 4750 Umdrehungen. Und ja, man kann sagen, die Rebel 1100 hat ungefähr doppelt so viel Hubraum, doppelt so viel Leistung und doppelt so viel Drehmoment. Und besonders im unteren und mittleren Drehzahlbereich ist einfach der Motor mega stark. Und der Sound ist wirklich auch super. Also der hat den 270 Grad Hubzapfenversatz und imitiert so den V2. Und das ist wirklich ein schöner Cruiser-Sound, aber halt auch keineswegs aufdringlich. Die 500er Rebel, die hat ja nur 471 Kubik mit 46 PS bei 8500 Umdrehungen und 43 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen. Und die im Vergleich ist halt viel, also die tuckert halt wirklich so vor sich hin, ganz relaxed. Man kann sie aber auch richtig gut ausquetschen, also in 6 Sekunden auf 100 km/h ist nämlich gar nicht mal so langsam. Das macht einfach wirklich aus, jeden einzelnen Gang richtig auszuquetschen. Und ja, man bekommt ein richtig sportliches Gefühl dabei. Und übrigens hat die eine Höchstgeschwindigkeit von 153 km/h. Und das unterscheidet sich gar nicht so viel von der 1100er Rebel, weil die hat nämlich 160 km/h, beziehungsweise bei 160 km/h ist die abgeregelt. Also man kann da auch gut mithalten. Wo man dann natürlich die großen Unterschiede merkt, ist, wenn man zum Beispiel überholt. Da habe ich es jetzt auch bei der Fahrt in Südfrankreich gemerkt. Und ich bin ja beide Motorräder auch vorher schon ausgiebig gefahren, jetzt aber das erste Mal im direkten Vergleich. Aber da merkt man schon, man will schnell jemanden überholen. Und dann ist es natürlich mit der 1100er deutlich schneller, die einfach unten raus richtig, richtig Power hat. Und wir haben ja hier bei der 1100er Rebel das DCT verbaut gehabt, also das Doppelkupplungsgetriebe. Und ich war ganz am Anfang, als das DCT ein Thema wurde, ein bisschen skeptisch dem gegenüber, weil ich mir dachte, was brauche ich das? Weil ich bin halt jemand, der gerne schaltet und ich denke, es werde ich auch immer bevorzugen. Aber für mich, gerade in dem Cruiser, ergibt es richtig Sinn, weil es macht einfach Cruisen noch relaxter, als es eigentlich schon ist. Also man braucht wirklich gar nicht mehr nachdenken und die Schaltvorgänge waren wirklich super präzise und es hat wirklich ohne großes Hucken geschalten und zwar relativ genau, welchen Gang ich auch gewählt hätte. Und zwar muss man dabei aber Folgendes bedenken, dass man vielleicht den Modus mal wechselt, denn am Anfang bin ich im Standardmodus gefahren und dann ist man schon mal durch die Kurve im sechsten Gang gerollt und dachte so, ja, das war jetzt nicht so der Hit, aber
Wenn man dann in den sportlicheren Modus stellt, dann schaltet es viel früher runter oder viel schneller runter. Und welchen Tipp man auch schnell drinnen hat, ist, dass man einfach, wenn man überholt, kurz mit den Tasten am linken Lenkerende kurz runterschaltet und dann hat man die volle Power, kann schnell vorbeiziehen. Also wenn man sich darauf einstellt und das hat man wirklich ganz schnell drin, dann ist es wirklich eine super Sache, die ich sehr, sehr genossen habe, jetzt auch auf der Fahrt. Kommen wir zu den Fahrwerken. Da haben wir bei der Rebel 500 und der Rebel 1100 eigentlich kaum Unterschiede, was die Federwege angeht. Also wir haben bei der 500er 121 vorne und 95 hinten und bei der 1100er 122 vorne und 94 hinten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also da ist kaum Unterschied da, aber man merkt natürlich schon, dass die 1100er Rebel schon mehr Fahrkomfort bietet, also kleinere Unebenheiten im Boden filtert die einfach besser raus. Wenn man aber über größere Unebenheiten fährt, wie zum Beispiel, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht dieses das deutsche Wort dafür, Speedbumps, diese Rallentatore heißt es, glaube ich, italienisch, wenn man da drüber fährt, dann lupft es einen richtig aus dem Sattel. Also egal, ob man auf der 500er ist oder auf der 1100er, da muss man vorher vielleicht ein bisschen aufstehen, um das auszugleichen. Aber sonst fühlen die sich eigentlich immer trotzdem stabil an. Und die Bremsen, wir haben bei beiden eine Einscheibenbremse vorne, bei der 500er mit 295 mm und bei der 1100er mit 330 mm. Und klar, das ist eine einzelne Scheibe, aber ich habe eigentlich das nie groß vermisst. Also auch bei der 1100er hätte ich gedacht, dass ich vielleicht zwei Scheiben bevorzugen würde. Aber ich finde, die Bremskraft hat wirklich ausgereicht. Das war gut dosierbar, bei beiden Bikes übrigens. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da groß was vermisse. Und ich finde, für diese Cruiser reicht die Bremse auch echt aus. Ja, kommen wir zum sehr wichtigen Punkt, dem Preis und der Ausstattung. Also anders wie zu vermuten wäre, bei doppeltem Hubraum, doppelter Leistung, doppeltem Drehmoment kostet die 1100er Rebel nicht doppelt so viel zum Glück. Also wir sind bei der 500er Rebel in Deutschland bei 6.700 Euro und in Österreich 6.990 Euro, sind circa 4.000 Euro weniger als die Rebel 1100. Die kostet nämlich in Deutschland 11.800 Euro. Und in Österreich 12.690 Euro. Und dementsprechend wurden aber bei der Kleinen auch auf jegliche Assistenzsysteme verzichtet, außer natürlich dem verpflichtenden ABS. Anti-Hopping-Kupplung hat sie auch, genauso wie die 1100er. Und die 1100er hat zusätzlich noch Traktionskontrolle, verschiedene Fahrmodi, sogar eine Wheelie-Kontrolle bei der Nicht-DCT-Version. Und es gibt natürlich das optionale DCT, das um die 1.000 Euro mehr kostet. So, kommen wir zum Fazit und zu meiner persönlichen Präferenz. Was würde ich wählen, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden? Also die 500er ist so spielerisch im Handling und so leicht zu fahren und total spaßig. Also der Motor ist total drehfreudig und man kann richtig schön jeden Gang ausquetschen. Das macht nur Laune. Also die ist wirklich eine super Wahl, wenn man zum Beispiel damit zur Arbeit fährt oder sehr enge Bergpässe zum Beispiel fährt oder sehr kurvenreiche Strecken oder eben Freunde hat, die auch in der 500er Klasse unterwegs sind. Aber für mich persönlich würde ich dann doch zur 1100er tendieren, weil bei einem Cruiser finde ich das Drehmoment schon, ja, für mich persönlich schon was hermacht und das hat einfach bei der 1100er, die hat richtig, richtig viel Drehmoment. Es macht so Spaß, so viel Druck unten raus und für mich bedeutet Cruisen natürlich auch entspannen und auch nicht drüber nachdenken, in welchem Gang ich gerade bin und die verzeiht einem einfach mehr, auch wenn ich mal in einem zu niedrigen Gang bin und da einfach durch die Kurve, es drückt dich trotzdem schön raus und deswegen wäre meine Wahl dann doch die 1100er, gerade auch mit diesem V2 imitierenden Sound, der wirklich so schön klingt, aber eben auch nicht so aufdringlich ist. Und man hat einfach das Gefühl, dass man mehr Motor eben unter sich hat. Und aber wie gesagt, die 500er ist ein total spaßiges Motorrad. Und gerade
wenn man noch nicht so viel Fahrerfahrung hat, dann ist die einfach eine super Wahl, gerade zum Starten, um reinzukommen. Wenn man dann merkt, so man kommt an die Grenzen, man fährt auch mal auf einer Schnellstraße und da fehlt einem einfach ein bisschen an Bums, dann kann man aufsteigen auf die 1100er und ist mit der dann richtig gut bedient. Also das ist, würde ich sagen, mein Fazit. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Welche würdet ihr wählen? Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht mit der Rebel? Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch ein Däumchen da lasst. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Baba. Und ich trinke jetzt noch mein Bier, endlich.